Aber Herne kommt nicht wirklich zum Wechsel. Und da ist es drin. Andres. Ja. Ich wollte es gerade sagen, da werden die Beine schwer und dann ist man auch nicht mehr in der Lage, dieses Tempo mitzugehen. Und hier sehen wir es einfach auch. Czernic belohnt sich und seine Mannschaft mit dem 3:0. Boah. Und ja, da ist es drin. Da ist es drin. Andres Czernic im Nachsitzen. Hat sich abgezeichnet. Ja, er hat also wir haben gesehen, wie stark hier an dieser Stelle Miserati Boccia bearbeitet wurde, wie viele Torversuche oder Schussversuche er schon blockieren musste. Ja, Nummer 3 war es dann, letzten Endes, da konnte er nichts mehr machen. Ja, hat ihn natürlich auf die Beinschiene gekriegt, hat versucht, ja, den ungefähr.